Ihr habt mir wieder Fragen bei Instagram gestellt und die beantworte ich in diesem Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr habt mir wieder einige, also ich habe eine Fragebox gestellt und ihr habt mir einige Fragen gestellt auf Instagram in der Story. Und die beantworte ich in diesem Video, sind wieder einige sehr interessante Fragen dabei und am Ende quatschen wir noch ein bisschen über die Pläne, die ich in den nächsten Wochen und Monaten so habe. Ja, wir machen keine Reihenfolge, wir starten einfach direkt, aber vielleicht vorher noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos, die noch kommen werden. Ja, also starten wir mit der ersten Frage. Gibt es Tickets für die Pixar Show? Es gab ja eine Extra-Line, die zuerst rein durften. Also es gibt, soweit ich weiß, noch keine Mastercard-Tickets für die Show. Die sind ja im Prinzip kostenlos. Die muss man sich aber dann abholen. Aber soweit ich weiß, gibt es noch keine dafür. Und es gibt auch keine 15-Euro-Tickets. Also 15 Euro, ihr könnt euch ja reservierte Plätze kaufen für die Shows. Also auf jeden Fall Lion King und Mickey the Magician. Aber ich glaube, bei Pixar geht es noch nicht, soweit ich das weiß. Aber wenn ihr das besser wisst, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber soweit ich weiß, gibt es das noch nicht. Ich weiß, die Show ist sehr begehrt und ihr müsst euch relativ früh anstellen. Also ja, ich weiß, dass manche Leute sich dann halt diese 15-Euro-Tickets kaufen, um halt nicht so lange anstehen zu müssen, auf jeden Fall auch gute Plätze zu haben. Also ich kann es schon verstehen. Bist du am 16. Oktober im Disneyland Paris, weil ich an dem Tag ins Disneyland fahre? Ja, das spreche ich später auch noch an, aber ja. Ich bin am 16. Oktober im Disneyland Paris und ich bin nicht alleine. Welcher Disney-Park wird der nächste sein, den du besuchst? Disneyland Paris. Nein, also ich weiß schon, dass der international wahrscheinlich gemeint ist, aber als nächstes besuche ich immer Disneyland Paris. Es wird wahrscheinlich Shanghai sein. So viel kann ich schon mal sagen. Aber dazu vielleicht später. Das im Jahr oder nächstes Jahr dann mehr. Machst du dir jeden Monat ein Disney-Budget, was du für Merch und Co. ausgeben willst? Nein. Wenn mir was gefällt und ich vielleicht etwas haben möchte, dann kaufe ich es mir. Aber jetzt zum Beispiel, ihr habt es ja im Hall gesehen, oder wenn ihr in den Hall geguckt habt, habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel jetzt den Dumbo-Pandora-Charm erstmal ein bisschen vertagt habe, weil der dann natürlich schon teuer ist und jetzt mit Umzug und so weiter und mit den Kosten, die damit verbunden waren, jetzt ich mir das jetzt nicht direkt auch noch kaufen wollte. Also ich mache mir jetzt kein festes Budget, aber ich gucke dann schon, dass ich jetzt nicht übertreibe, sag ich mal so. Wie verbringst du dieses Jahr Halloween, also den 31.10.? Wahrscheinlich mit Arbeiten. das ist ja unter der Woche und wir haben auch den 1. November hier in der Schweiz nicht frei. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, auf diese SWR3-Party in den Europapark abends zu fahren und dann abends wieder zurück und am nächsten Tag zu arbeiten. Aber nee, ich glaube, das wird dieses Jahr, fett Halloween erstmal, wird nur zu Hause. Also ich werde zu Hause sein nach der Arbeit, schön entspannt hier. Ja, weil es einerseits, wie gesagt, ich muss mir Urlaubstage nehmen. Die habe ich, so viele habe ich nicht mehr dieses Jahr und deswegen ist es mir das nicht wert. Deine schönste und auch emotionalste Erinnerung an Dream and Shine Brighter. Also ich muss sagen, die emotionalste war jetzt schon an dem Samstag, wo wir da waren, an dem letzten Tag. So viele Tänzer aus beiden, aus 1,5 Jahren waren dabei und man hat die Energie der Tänzer gespürt beim Tanzen und bei der letzten Show hat man sie weinen gesehen und auch die ganzen Menschen, die hinter der letzten Show hinterhergelaufen sind. Also es ist wirklich die schönste und auch emotionalste Erinnerung, muss ich sagen. Ich war ja, als ich die Show online gesehen habe, zum ersten Mal, war ich überhaupt nicht begeistert von dieser Show. Aber als man so zum ersten Mal live im Park gesehen hat, diese Stimmung und wir hatten auch noch super Wetter. Ja, also Dream and Shine Brighter ist eine der Shows, die mir auf jeden Fall immer sehr gut in Erinnerung bleiben wird. Lieblingsrestaurant Disneyland Paris. Also von den Buffet- und Table-Service-Restaurants auf jeden Fall das Downtown. Und von den Schnellimbiss-Restaurants auf jeden Fall das, jetzt heißt es nicht mehr Fuente del Oro, wie heißt es denn? Casa del Coco. Genau, das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Schnellimbiss-Restaurant.
Wird es noch mal ein Daniel versus Moni geben? Und wenn ja, gibt es vielleicht schon einen Termin? nein und nein. Also ich weiß, es kam sehr gut bei euch an, aber da auch Daniel jetzt natürlich jetzt in den letzten Wochen, also in den letzten Wochen seines, vor seiner OP jetzt ist, hat er natürlich auch super viel noch auf dem Plan und muss auch noch viele Termine wahrnehmen. Und ja, ist natürlich jetzt schwierig, dann jetzt noch ein Daniel versus Moni zu machen. Aber wenn Daniel, wenn es ihm dann nach der OP wieder gut geht und er wieder fit ist, dann können wir das auf jeden Fall mal wieder angehen, wenn wir dann auch zusammen wieder im Disneyland sind. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Aber ich denke mal, nächstes Jahr können wir auf jeden Fall sowas wieder in Angriff nehmen. Ihr habt ja auch schon so Ideen gehabt, wie wir sollen ja doch bitte den Rapunzel-Song singen, die, mit diesen Laternen und so. Ja, also ich denke mal schon, dass es irgendwann ein Comeback geben wird. Oder Folge 2, wie man es auch immer nennen möchte. Wie schaffst du das alles zu finanzieren? Also verdienst du etwas mit YouTube? Ja, mittlerweile schon ein bisschen länger verdiene ich etwas mit YouTube. Und natürlich, je größer man wird, desto mehr wird es auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon leben könnte. Es ist ein nice to have, um auf jeden Fall auch die Trips zu finanzieren. Also mittlerweile kann ich schon gut, ganz gut die Trips davon finanzieren. Aber es ist, ich sag's immer, es ist ein super schöner Nebenjob, den man so haben kann und der auch noch Spaß macht. Ansonsten, wie schaffe ich das zu finanzieren? Ich gehe natürlich Vollzeit arbeiten und ja, hier in der Schweiz verdient man natürlich dementsprechend schon jetzt ein bisschen besser und dann halt mit den YouTube-Einnahmen und so kommt man eigentlich ganz gut um die über die Runden, wenn man das so sagen kann. Und natürlich versuchen wir jetzt, wenn wir unterwegs sind, auf die Kosten zu achten. Jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende, wo wir jetzt Disneyland Paris sind, über den 100. Geburtstag, schlafen wir zu dritt im Campanile in Torcy und da zahlen wir, glaube ich, 40 Euro pro Nacht pro Person. Ja, und so können wir uns das halt so oft leisten, weil wir uns halt die Zimmer teilen. Und klar, die Anfahrt kann ich mir jetzt nicht mit jemandem teilen. Das war früher so, wenn wir mit dem Auto gefahren sind. Aber man guckt natürlich, dass man bei den Übernachtungen einiges sparen kann. Welche Jahreszeit und Deko gefällt dir am besten im Disneyland Paris? Ich muss sagen, tatsächlich Halloween. Also Halloween ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten, dicht gefolgt von Christmas. Aber Halloween, die Deko finde ich toll. Ich mag diese Herbststimmung, dieses Orangene. Und es ist noch nicht so kalt, man muss sich so viel einpacken, um warm zu halten. Also ja, Halloween, muss ich sagen, ist dicht und dann dicht gefolgt von der Christmas Season. Weißt du schon mehr, was einem im Disneyland Paris Hotel erwartet? Also nur das, was ich in dem Ankündigungsvideo erzählt habe, das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Da habe ich alles gesagt, was ich bisher weiß. Also wie viel Zimmer es geben wird, welche Thematisierung es geben wird, welche Restaurants und so weiter. Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Muss uns gedulden. Kann man das Disneyland Hotel auch als Nicht-Übernachtungsgast anschauen oder geht das nicht? Ja, das tatsächlich habe ich nicht im Video erwähnt, weil das erst nachdem bekannt wurde. Und zwar soll es für die Anfangszeit exklusiv für Disneyland Hotel Gäste sein. Außer man kann, soweit ich gehört habe, auch als Disneyland Hotel Gast, also wenn man jetzt in einem anderen Disneyland Paris Hotel übernachtet, kann man sich mittags einen Tisch im, ich weiß nicht, wie es heißt, im Buffet-Restaurant reservieren. Da, wo man Mickey und Minnie treffen kann, diesem Prinzessinnen-Königs-Outfit. Da kann man sich für mittags einen Tisch reservieren, aber nur wenn man in einem anderen Disney-Hotel übernachtet, dann geht das. Und dann kann man sich natürlich auch das Hotel anschauen. Ansonsten, wenn ihr keine Reservierung für die Restaurants habt und auch keine Übernachtungsreservierung, glaube ich, für die Anfangszeit kann man nicht einfach ins Hotel laufen. Bei den anderen Hotels kann man ja einfach reinlaufen, sich die angucken und auch in den Restaurants essen. Am Anfang wird das tatsächlich exklusiv für die Disneyland Hotel Gäste sein. Man hat keine Ahnung, wann die das dann aufheben werden. Gibt es was von Cup und Kappa? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, vielleicht gab es eine Hundeschüssel oder so. Also, oder eine Katzenschüssel. Aber sonst muss ich sagen, ist mir jetzt nichts aufgefallen. Aber ich gucke jetzt ab, jetzt nicht auch das spezifische Auge für Cup und Kappa. Planst du einen Besuch im Moviepark ein wegen den Maces?
Nein. Daniel ist ja da am 21. Oktober. Da sind wir woanders, komme ich später zu. Aber ich war ja einmal, also meine erste Maze war ja im Moviepark, die erste Maze meines Lebens. Und ich habe da ja, ich habe da ja Nervenzusammenbruch, so eine Art bekommen. Ich musste ja weinen. Also, wenn es euch interessiert, schaut euch den Moviepark-Vlog von, glaube ich, vor 2 Jahren an, war es. Der Tag war ri richtig cool, mein erster Moviepark-Besuch. Das war nicht mein erster Moviepark, aber es war seit langem mein erster Moviepark-Besuch. Der Tag war richtig cool. Aber die Maces, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Maze-Fan. Also, ich mag dieses Horror nicht. Und deswegen bin ich auch nicht so geil, so, oh, der Moviepark hat eine neue Maze, da muss ich jetzt unbedingt hin und so. Nein. Oder der Holidaypark hat jetzt auch eine neue Maze. Interessiert mich wirklich null, muss ich sagen. Konntest du jetzt direkt am Anfang vom neuen Job freinehmen? Ich hatte tatsächlich 2 Tage, das war, glaube ich, über Christi Himmelfahrt, wo wir, ich war mit Prina unterwegs waren. Ja, stimmt, die Bayern-Tour war das. Da, die hatten wir ja schon geplant. Das heißt, ich habe beim Vorstellungsgespräch schon oder bei der Einstellung schon gesagt, an dem Tag, an den Tagen bin ich, an dem Tag, es war ja ein Brückentag, brauche ich halt frei, weil ich ja schon was gebucht habe. Und das war dann tatsächlich kein Problem. Und während der Probezeit, muss ich sagen, habe ich mich, was Freinehmen angeht, zurückgehalten. Also ich habe jetzt nicht, ich glaube, wenn ich gefragt hätte, hätte ich frei bekommen. Aber es war eh in den Sommermonaten und ich war ja vorher im Urlaub und so. Deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, in der Probezeit mir kein extra noch freizunehmen. Aber ich glaube nicht, dass es problematisch gewesen wäre. Jetzt bei meinem Job. Wo kommst du gebürtig her? Also gebürtig komme ich in der Nähe von Koblenz in Deutschland. Da bin ich geboren worden. Meine Wurzeln, also meine Eltern kommen aus Polen. Genau, ich kann auch Polnisch. Ansonsten ja, bin ich in der Nähe von Koblenz geboren, aufgewachsen und die letzten 31 Jahre, ja, kann man schon so sagen, 30 bis 31 Jahre dort in der Nähe gelebt. Also ich bin mal umgezogen, als ich von meinen Eltern ausgezogen bin. Dann bin ich dann nach Fallen da gezogen. Dann habe ich mal in Tür gewohnt, bei Mayen. Und ja, bevor ich dann jetzt meinen letzten Wohnort, dann von dem letzten Wohnort hierher gezogen bin. Genau. Judy Hopps und Nick, Pärchen oder beste Freunde? Das ist wirklich eine sehr seltsame Frage. Ich weiß, dass die tatsächlich beim Sei hier Gast Podcast sehr krass diskutiert wurde. Also, dass die Schari und Pari, da sehr krass darüber diskutiert haben. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe den Film, muss ich sagen, einmal gesehen. Ein oder zweimal. Also höchstens zweimal. Ich weiß gar nicht, ob ich ein zweites Mal schon mal gesehen habe. Und ich habe, glaube ich, das erste Mal damals mit meinem Freund geguckt, als wir auf Mauritius waren. Und ich kann mich daran kaum mehr erinnern, muss ich sagen. Und ich weiß nicht mehr, wie die so im Film drauf sind mit zueinander. Also deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber auch wenn sie ein Pärchen wären und dann sind es halt Hase und Fuchs. Geht auch, ne? Also ich habe keine, also ich bin nicht so krass in diesem Thema drin bei den beiden. Ich kenne die Charaktere, wie gesagt, ich habe den Film einmal gesehen, aber ich kann dazu leider nichts sagen. Es tut mir leid, muss ich mich leider zurückhalten. Aber ihr könnt den Podcast von Sei ihr Gast anhören, dann könnt ihr da auf jeden Fall mehr Diskussionspotenzial, könnt ihr dem auf jeden Fall zuhören. Wie findest du das Halloween-Merch dieses Jahr? Pff, mittelmäßig. Also, ich finde es cool, dass es mal endlich ein Spirit-Jersey gibt, wo Disneyland Paris hinten drauf steht. Das gab es ja bisher noch nie. Die Ohren, die Plüschohren finde ich nicht schön mit dem Vampir-Mickey drauf. Und die könnten echt so viel mehr verkaufen. Ich hatte ja diese Mickey-Pumpkin-Ohren, hatte ich ja an und habe mich so viele angesprochen, wo ich den gekauft habe im Park. Also, ich glaube, die wären echt der Renner. Ja, ansonsten ist es viel, was es die letzten Jahre auch gab. Ja, es ist. Wir könnten viel mehr machen. Also, das ist ja leider mittelmäßig. Hattest du mal Haustiere oder hättest du gerne welche? Wenn ja, was? Ja, ich hatte Haustiere. Hunde. Oder, also, theoretisch habe ich sie immer noch. Nur der eine Hund, der jetzt noch, nur noch lebt, lebt bei meinen Eltern. Also ich hatte schon immer Hunde. Von klein auf, als ich geboren wurde, hatten wir schon einen Hund in der Familie. Einen schwarzen Pudel, dann hatten wir einen weißen Pudel. Und dann hatten wir uns
den Yorkshire Terrier gekauft, oder ich habe mir den Yorkshire Terrier gekauft, damit zum 18., auch aus Polen. Das war die Beauty. Und ja, die hatten wir dann bis jetzt, ich glaube im ersten Corona-Jahr, glaube ich, ist sie dann gestorben. Auf jeden Fall, ich habe sie abgöttisch geliebt. Also es war ein Traumhund. Und während wir dann Beauty hatten, haben wir uns dann noch Cookie geholt, einen Chihuahua. Damals mit meinem Ex-Freund zusammen. Und ja, dann waren sie eine lange Zeit zusammen. Das heißt, ich hatte lange Zeit zwei Hunde. Und ja, wie gesagt, Beauty ist dann leider verstorben. Die hat auch was im Herzen und so. Und jetzt nur noch Cookie da. Und der lebt bei meinen Eltern, weil ich durfte einmal keine Haustiere halten in meiner alten Wohnung. Und ich war natürlich berufstätig. Und ja, mit 8 Stunden Bürojob, mit hin und her fahren, das wollte ich einem Tier nicht antun. Meine Eltern sind beide schon Rentner. Und mein Vater hat auch so einen Schrebergarten, da nimmt er ihn immer mit. Und da fühlt er sich richtig wohl. Die sind auch so, mein Vater und Cookie. Also richtig gute Kumpels. Wenn mein Vater nach Hause kommt, springt er auf. Wenn an irgendjemand anderes nach Hause kommt, das ist dem völlig egal. Ja, also ich liebe Hunde. Ich hätte auch gern Hunde, auch hier, aber ich bin halt arbeiten, ich bin so oft unterwegs und deshalb könnte keiner auf die Hunde aufpassen. Ansonsten muss ich sagen, wollte ich immer mal einen Hamster haben. Irgendwie finde ich Hamster richtig cool. Aber das Problem ist, die leben ja nicht so lange und dann, oh, dann hast du die 1, 2 Jahre und dann sind sie schon wieder. Also ich weiß, dass sie auch mal länger leben können, aber irgendwie. Auf jeden Fall Hamster fände ich schon mal cool. Mein Freund hätte gerne mal einen Hasen. Da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Ansonsten glaube ich, könnten wir uns vielleicht irgendwann mal auf eine Katze einigen. Weil Hund ist ja nicht so der größte Fan von. Und wenn ich so und viel unterwegs bin und so, würde er wahrscheinlich auch nicht so oft mit dem rausgehen. Und deswegen glaube ich, würden wir uns vielleicht irgendwann mal auf eine Katze einigen. Aber das ist jetzt hier noch kein Thema. Was ist während deines Aufenthalts im Disneyland Paris alles in deinem Rucksack? Das habe ich schon mal gezeigt im Moni zeig mal, in einem Moni zeig mal, was alles in meinem Rucksack drin ist. Also auf jeden Fall ist in meinem Rucksack drin Schmerztabletten, Blasenpflaster, Sonnencreme, Buttons von mir. Ich vergesse sie nur immer manchmal zu verteilen, wenn ich euch treffe. Genau, dann ein Sitzkissen, ein Regenschirm, wenn es regnet, mein Tablet meistens, meine Filterflasche von Philips. Mein Kameraset, ich habe so ein kleines Täschchen, da sind so Akkus drin. Aber wie gesagt, das habe ich alles schon mal gezeigt im Moni zeig mal. Also das ist jetzt nur grob gesagt, was alles so in meinem Rucksack drin ist. Natürlich dann vielleicht noch ein paar Snacks. Und ja, das ist so das Gröbste erstmal gewesen. Aromat ist noch immer dabei. Aromat. Was ist, glaube ich, in Deutschland Fondor heißt. Ich brauche ja immer, also im Disneyland Paris, finde ich, ist nicht so viel gesalzen. Und dann habe ich immer Fondor oder halt hier heißt es Aromat dabei. In so kleinen Döschen. Die gibt es hier zu kaufen. Richtig süß. Meine Nase, es tut mir leid. Ich bin noch erkältet vor letzte Woche Disneyland Paris. Bist du am 31.10. im Disneyland Paris? Nein, das habe ich ja schon gesagt. Ich bin wahrscheinlich zu Hause. Hast du einen YouTube oder Vorbild für deine Outfit-Inspos? Ich muss kurz meine Nase putzen. Okay, so. Ach oh Gott, diese Erkältung. Also, ich habe niemanden für Outfit-Inspiration. Ich plane meine Outfits selbst. Natürlich gucke ich mir dann, habe ich auf Instagram so, denke ich mir auch, oh, schönes Outfit, aber ich plane meine Outfits alle selbst. Ich ist niemanden, den ich da kopiere. Und ob ich ein YouTube, also ob ich generell ein YouTube-Vorbild habe, also ich habe kein Vorbild, aber ich glaube, die Frage kommt später noch, ob ich anderen, genau, verfolgst du aktiv andere Influencer? Da kommen wir dann gleich zu. Aber ich habe kein Vorbild für Outfit-Inspiration. Geht es dir wieder besser? Ja, also es geht auf jeden Fall schon mal besser als am Anfang der Woche. Da hatte ich ja noch Halsschmerzen und war auf jeden Fall platt. Jetzt läuft einfach nur die Nase, was auch schon sehr nervig ist. Aber es geht wieder. Also ich war jetzt nicht so krank, dass ich im Bett gelegen habe. Ich bin weiter arbeiten gegangen, habe hier weiter aufgeräumt, klar Schiff gemacht, weil meine Wohnung musste am Donnerstag gut aussehen, weil ich hier Besuch hatte. Warum? Das erfahrt ihr dann am 16. Oktober. Wie findest du Mickeys Filler Magic? Ach, ganz, ganz nett. Also kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man im Park ist. Ist jetzt nicht mega cool, also nicht mega berauschend, aber.
wenn es draußen heiß ist oder kalt oder man erschöpft ist, 20 Minuten sich in den Kinosaal zu setzen mit Disney-Musik, muss ich sagen, ist gut. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Aber habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Oh Gott. Sind Daniel und Sven ein Paar und woher kennen die sich? Ihr seid eine tolle Truppe. Nein, Daniel und Sven sind kein Paar. Das sind einfach nur sehr gute Freunde, so wie Daria und ich oder Brina und ich. Und uns wird ja auch nicht unterstellt, dass wir irgendwie ein Paar sind mit Daria. Sie sind einfach nur gute Freunde. Ich weiß nicht, woher sie sich kennen, aber die kennen sich auch schon, glaube ich, über 10 Jahre. Ja. Also ich glaube, ich habe es gefragt, aber ich habe es wieder vergessen, woher die sich kennen. Ja, aber wir sind auf jeden Fall eine coole Truppe. Vielen Dank. Welches Bonding würdest du dir von Brina wünschen oder welches willst du noch mit ihr machen? Och, weiß ich nicht. Schwierig. Muss ich sagen, kann ich gerade aktuell nichts zu sagen. Habe ich mir keine Gedanken bisher drüber gemacht. Verfolgst du aktiv andere Influencer? Ja, also auf jeden Fall verfolge ich aktiv Daniel und Brina. Dann auf YouTube gucke ich sehr gerne Sam. For Good, also die habt ihr auch im Halloween-Vlog gesehen. Also Sam gucke ich natürlich aktiv auf YouTube. Ansonsten tatsächlich gucke ich, also Vivi und Kevin gucke ich hier und da mal Videos an aus anderen Freizeitparks. Ich bin in letzter Zeit so wenig, also ich denke mal, es geht auch um andere Influencer. Was ich sonst noch gucke, ist Domtendo. Auf YouTube sehr gerne, vor allem jetzt seine Zelda, Tears of the Kingdom Reihe habe ich auf jeden Fall zu Ende geguckt. Wem folge ich denn noch so jetzt? Also der Disney Community, die meisten folge ich natürlich auch und gucke auch deren Stories. Muss ich jetzt aber auch nicht alle aufzählen. Ja, was sonst? Ach so, ja, hier, wie heißt sie denn? Die aus Venezia Blumen folge ich noch auf Instagram. Hier der Frau von Bushido. Also, ich folge natürlich anderen Influencern und gucke mir auch deren Stories an. So, und auf YouTube, ja. Ich glaube, die gröbsten habe ich jetzt gesagt. Natürlich gucke ich Daniels Videos, Brinas Videos. Obwohl, auch wenn ich dabei bin, gucke ich mir die Videos trotzdem gerne an. Sam ist aus Disneyland Paris. Früher natürlich auch Curious Axel, aber der macht lange jetzt keine Videos mehr. Heißt aber jetzt Travel with Axel, glaube ich. Hat seinen Namen geändert. Guckst du sonst noch irgendwelche Disney-Videos? Ne, ich glaube nicht. Hin und wieder mal aus Orlando oder sowas. Sehr, sehr selten. Also habe ich jetzt auch keinen spezifischen Namen. Wieso bist du nur so eine Süße? Weiß ich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Was ist das günstigste und was ist das teuerste Merch, was du von Disney hast? Also das günstigste, würde ich sagen, sind die ganzen Gratis-Sachen. Die Karten und die Buttons und so weiter. Also das ist auf jeden Fall das günstigste, weil es kostenlos war. Und das teuerste ist meine Gucci-Tasche von Disney. Habt ihr eine Übernachtung im neu eröffneten Disneyland Hotel geplant oder gebucht? Ich plane es eventuell, aber wenn es soweit ist, dann sage ich euch Bescheid. Was macht dir am YouTube und Instagram am meisten Spaß? Erstmal ist es so eine Art Tagebuch, muss ich sagen, was man dann vielleicht in ein paar Jahren sich nochmal anschauen könnte und ja, so eine Art Erinnerung auch. Also wie gesagt, so halt nur eine Art Tagebuch für mich. Was mir am meisten Spaß macht, ist halt euch mitzunehmen. Also tatsächlich auch das Feedback von euch ist so positiv und baut einen so auf, dass es einen wieder anspornt, neue Sachen zu produzieren. Und ja, es macht einfach Spaß, euch mitzunehmen, euch die Sachen zu erklären und halt auch dieses Mitnehmen auf in die Parks, ob es jetzt Disney ist oder egal. Das macht mir tatsächlich am meisten Spaß, natürlich die Aufnahmen zu machen. Und ja, dass man halt eine Erinnerung hat, dann, wenn ich mir das in ein paar Jahren angucke, kann ich mir sagen, okay, das war ein schöner Tag, den gucke ich mir gerne nochmal an. Und ja, das ist so, was ich so sagen würde dazu. Woher hast du all deine tollen Disney-Kleider? Ja, es ist unterschiedlich. Also manche Sachen kaufe ich bei EMP, bei Shop Disney. Also jetzt das von letzter Woche, das Halloween-Kleid, das eine hatte ich von EMP, das andere war von AliExpress. Also das war so ein richtiger Glücksgriff.
einiges von aus Amerika. Ja, also viele verschiedene Shops gibt es da. Und ich verlinke die ja immer in den Hauls. Verlinke ich euch die Sachen ja immer, wenn es sie noch gibt. Oder auf Instagram ja auch. Also ja, aber es sind viele verschiedene Shops. Ich kann jetzt nicht sagen, da der eine Shop, da habe ich die ganzen Kleider her. Worüber buche ich am besten einen Disneyland Paris Aufenthalt? Einfach über disneylandparis.de. Ganz einfach, eine Pauschale buchen. Mit dem Zug, Auto oder Flugzeug nach Frankreich, Disneyland und Paris anschauen. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wo du herkommst aus Deutschland. Also wenn du aus Berlin kommst, würde ich jetzt sagen Flugzeug. Wenn du aus Koblenz oder Trier kommst, würde ich sagen Auto. Wenn du vielleicht aus Köln kommst oder aus Kaiserslautern, da gibt es einen direkten TGV nach Paris, dann würde ich sagen Zug. Kommst du aus Zürich, würde ich auch sagen Zug oder Flugzeug. Also es ist tatsächlich unterschiedlich, weil es kommt darauf an, wie weit du entfernt wohnst. Also sowas, ne, es gibt Leute, die fahren 8 Stunden in den Park, es gibt auch Leute, die fahren 11 Stunden mit dem Auto. Ne? Also es ist da natürlich die Sache, wie man es am, also was euch am komfortabelsten ist. Ich muss sagen, am komfortabelsten finde ich das Auto, weil man damit flexibel ist, man kann so viele Sachen mitnehmen, wie man möchte, man hat kein Rumgeschleppe. Aber nach Paris rein würde ich nie mit dem Auto fahren, da würde ich immer die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Sonst glaube ich, würde ich Amok laufen, wenn ich da mit dem Auto fahren würde. Also nach Paris in die Stadt würde ich auf jeden Fall den Zug nehmen. Aber wenn ihr ins Disneyland fahrt, ist Geschmackssache. Mit dem Flugzeug ist es oft teurer, man kann weniger Sachen mitnehmen, man muss auf Gepäck achten und so weiter, finde ich immer ein bisschen schwierig. Im Zug hat man das nicht, aber dann muss man halt oft nach Gare de Lyon fahren und dann von Gare de Lyon muss man auch wieder zurück in den Park fahren. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wenn ich jetzt sagen müsste, Distanz ist egal, dann würde ich sagen mit dem Auto. Welches ist dein Lieblings-Disney-Film? Die Schöne und das Biest. Gibt es die Gardens of Wonder noch am Schloss? Ja, noch gibt es sie. Also noch drehen sie sich munter umher. Wie lange es noch geben wird? Keine Ahnung. Gehst du mit deinem Freund viel ins Kino? Ich gehe generell ja gar nicht oft ins Kino. Das letzte Mal war es jetzt, glaube ich, war es Ariel? Ich glaube, es war Ariel. Da kam er natürlich nicht mit. Aber ich würde sagen, ich gehe vielleicht maximal 3 bis 5 Mal im Jahr ins Kino und davon ist er vielleicht 3 Mal dabei. Also, ja, aber ich gehe super selten mittlerweile ins Kino. Wir gehen aber auch schon mal auch zusammen ins Kino. Aber bei Disney-Filmen ist er eher raus. Steht bald wieder eine Disney- oder AIDA-Kreuzfahrt an? Eine AIDA-Kreuzfahrt, ja. Steht an, die ist gebucht. Kann ich jetzt mal hier raushauen, weil jetzt kommen wir eh gleich zu dem Thema. Das war auch übrigens die letzte Frage. Was ist denn geplant? Also, die nächste AIDA-Kreuzfahrt ist über Weihnachten mit meinen Eltern. Genau. Wir fahren auf die Kanaren. Ich habe es ja schon in meinem Teneriffa-Abschieds-Winke-Winke gesagt, dass ich ja bald wieder da sein werde. Genau, wir werden nach Teneriffa fliegen und dann auf AIDA Nova gehen. Also wir waren ja schon dieses Jahr auf AIDA Nova in Dubai. Und ja, über Weihnachten auf den Kanaren mit Madeira und Fuerteventura und so mit meinen Eltern zusammen. Weil wir sind tatsächlich nicht der größte Fan von Weihnachten zu Hause feiern. Ich wollte eigentlich nach Norwegen mit AIDA. Haben wir auch eine Weihnachtstour. Meine Mama wollte aber nicht. Meine Mama sagt, es ist zu kalt. Ja, aber Norwegen hätte ich schon cool gefunden mit den Fjorden und so zu Weihnachten im Winter. Wir waren ja auch schon mal einmal dort mit der Disney Cruise in Norwegen und da hat es halt viel geregnet. Und dann, ja, wenn es dann wieder regnet und so, ich möchte in die Wärme. Okay. War jetzt nicht meine präferierte Route, weil wir waren auch schon mal auf den Kanal mit AIDA, auch über Weihnachten tatsächlich. Und ja, aber es soll halt hauptsächlich dann entspannt sein und halt, dass wir Weihnachten nicht zu Hause sind, meine Mutter nicht kochen muss oder sowas, genau. Also ja, über Weihnachten bin ich auf AIDA Nova mit meinen Eltern. Ansonsten, was ist sonst geplant? Ja, wenn ihr das Video seht, bin ich dann schon fast im Disneyland Paris an diesem Wochenende. Und ja, samstags, also am 14. sind Daniel, Brina, Carsten und ich in Paris Stadt unterwegs, außer morgens. Da gehe ich noch zu Extra Magic aus und dann Brina kommt, glaube ich, mittags irgendwann an in Gare de Lyon. Da holen wir sie ab, dann gehen wir nach Paris, gehen in ein sehr schönes Restaurant, aber das seht ihr dann alles und werden auf jeden Fall Paris ein bisschen unsicher machen am 14. Am 15. und 16. geht's, und für mich dann auch am 17. geht es in die Parks.
Und am 16. ist ja der Tag der Tage, der 100. Geburtstag von Disney. Und ich kann es auch schon mal sagen, es gibt noch nicht so viel Programm. Ich habe Gerüchte gehört, aber die sage ich jetzt hier nicht. Ich bin hier kein Fan von Gerüchte streuen. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant und ja, wir haben auch ein kleines Event. An der Stelle vielen Dank ans Disneyland Paris, dass wir daran teilnehmen können. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend werden am 16. Und ich nehme euch natürlich wieder mit der Kamera mit. Genau, dann darauf das Wochenende am 21. Oktober bin ich in einem Park oder sind wir in einem Park, wo ich noch nie war, wo ich sehr gespannt bin, und zwar in Trips Drill. Daniel ist an dem Wochenende mit Sven im Moviepark und Brina, Sinan und ich und noch jemand sind in Trips Drill und machen natürlich auch Halloween damit. Ist jetzt nicht so geil, aber also für mich, aber ich war's trotzdem mit. Aber ich wollte einfach mal den Park auch sehen, jetzt wäre ein Halloween, da sind auch ja viele sehr positiv gestimmt. Und ja, freue ich mich sehr. Ist auch nur, ich glaube, 2,5 Stunden von mir entfernt ungefähr. Also Trips Drill am 21. Darauf das Wochenende bin ich wahrscheinlich in Deutschland bei meinen Eltern, weil ich meine Wohnung übergeben muss. Das ist ja das Ende des Monats und das Wochenende. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich bei meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Park besuchen werde. Mal gucken, weil ich ja eh dann in der Nähe bin. Mal gucken, was die anderen machen. Werde ich dann nochmal erfragen am 28. oder 29. Mal gucken, obwohl ich am 29. wieder zurückfahren muss. Ja, und dann darauf das Wochenende im November hat meine Mama einen runden Geburtstag. Das heißt, ich bin dann wieder bei meinen Eltern. Und ja, dann werden wir, aber ich habe jetzt mal geplant, an dem 5. eventuell nochmal in den Europapark alleine zu fahren. Mal gucken, habe ich mir jetzt mal reserviert, den 5. Vielleicht seid ihr auch da, dann können wir uns auf jeden Fall vor Ort treffen. Und darauf das Wochenende ist ja Start der Christmas Season im Disneyland Paris. Da bin ich natürlich auch am Start. Und da bin ich auch wieder nicht alleine, sondern mit meiner Mama und ihren Freundinnen. Und also wir sind richtig groß. Wir haben 2 Zimmer im Hotel Cheyenne reserviert. Also eine richtig große Truppe sind wir dann an dem Wochenende. Und ich fahre dann wieder erstmal zu meinen Eltern, weil wir dann alle zusammen mit dem Mietwagen nach Paris fahren. Ja, das ist so erstmal, was jetzt bis Mitte November ungefähr geplant ist. 8. Dezember, habe ich das in diesem? Nee, das habe ich im Hall gesagt. 8. Dezember bin ich mit Daria bei Harry Potter in Köln. Und ja, am 2. Dezember sind Daria und ich auch noch, und Daniel ist, glaube ich, auch da und Sven, im Phantasialand. Genau, das kann ich auch noch mal erwähnen. Ja, und dann ist auch schon wieder fast Weihnachten. Also jetzt so ein paar Daten mal rausgehauen, was so in den nächsten Tagen und Wochen geplant ist. Ja, vielen Dank fürs Teilnehmen an den Fragen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall jetzt am Wiesenwochenende aus dem Disneyland Paris wieder. Und bis dahin hoffe ich euch, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.